Moin Moin und da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge FIFA 18 bei den Soccer Bros. Ja, die Saison ist vorbei, abgeschlossen, wir sind schon in der nächsten. Das Problem ist, wir sind auch schon mittlerweile im August und auch das Vorbereitungsturnier ist abgeschlossen. Da muss ich allerdings sagen, das Vorbereitungsturnier haben wir gewonnen. Haben 13,13 Millionen auf dem Konto. Haben auch noch keine Spieler gekauft, nur das, was ihr in der Reihenfolge gesehen habt, wo das Spiel in Leipzig war, da war ja auch die Wintertransferphase. Da haben wir uns ja um so ein paar Spieler bemüht mit Vorverträgen. Die haben wir auch ausgestattet und auch ja auch bekommen. Hier gucken wir nochmal, wir haben jetzt, den Mal haben wir nach Dresden verkauft für 800.000 und den Oriol Busquets haben wir jetzt nach Teneriffa erstmal verliehen, damit er erstmal ein bisschen Spielpraxis sammeln kann, ein paar Punkte erneuern kann. Und ja, das war soweit alles, was passiert ist. Ja, und halt wie gesagt, unsere Spieler mit Vorverträgen sind angekommen. Da haben wir hier zum Beispiel, was ist denn am besten? Hier ist es, glaube ich. Da haben wir da mal unsere Übersicht. Da haben wir ja Florian Müller, klar, der war schon immer bei uns. Da haben wir dann aber hier Lukas Pirar. Der ist ja als zweiter Torhüter gekommen. Dann haben wir Philipp Mwene, ebenfalls gekommen. Dann Yannick Müller. Ja, Akoto ist auf der Transferliste, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also Sobich läuft der Vertrag auch aus. Wenn da jetzt noch ein Angebot kommt, dann ist der auch weg. Dann haben wir als linken Verteidiger haben wir einmal Janiklas Beste, der war ja schon da. Und Taleb Tawata haben wir geholt aus Frankfurt. Ebenfalls mit einem Vorvertrag, weil der Vertrag ausgelaufen ist. Und ja, Wittek hatten wir schon. Busquets ist halt Berlin nach Teneriffa. Lacazette ist auf der Transferliste. Dann haben wir noch, geholt? Da, Edgar Salli aus Nürnberg gekommen. Kann links, rechts und im Sturm spielen, also top. Julian Green, habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet, ist auf der Transferliste gelandet. Genauso wie Bigalke, aber der Vertrag läuft auch in 11 Monaten aus. Ja, und dann haben uns Brandon Breton ist zurückgekehrt mit einer 75. Er ist, glaube ich, mit einer 69 oder so gegangen. Oder 72. Auf jeden Fall hat er sich gemausert auf eine 75. Ich muss sagen, top. Dann haben wir noch Marc Cardona geholt von FC Barcelona B. Kann auch im linken Mittelfeld spielen. Junger Mann, mit 24. 73er Gesamtstärke, kann unserem Verein noch gut tun. Ja, und dann Edward Nketiah ist auf die Transferliste gewandert. Ah, da ist einfach zu wenig, ich weiß nicht. Und natürlich Anastonis Donis, unser Topstürmer. Moussa Kone und Osave ist immer noch verletzt, kommt aber bald zurück. Oren McKenzie Gaines. Bin ich mal auf die Erde. Isaac auch nicht. Ja, das ist unser Team. Damit starten wir wohl in die Saison. Wir schauen mal eben, ob es hier irgendwas Neues gibt. Ja, noch nichts passiert, auch noch nichts. Da sehen wir es. Wir haben den European International Cup gewonnen gegen Toulouse mit 2:1. War auch ein gutes Turnier, haben wir ganz gut gespielt. Habe ich alle simuliert. Die Copa Europa machen Bayern und Arsenal unter sich aus. Champions Cup. Ja, das hatte ich leider alles in der letzten Folge schon gezeigt. Aber da hat leider die Aufnahme irgendwie nicht mitgemacht. Denn das ist alles futsch. Nichtsdestotrotz schauen wir mal, was hier noch so passiert. So, da haben wir mal was Neues zum Verhandeln. Es geht um Diogo Dalot. 11,3, der aktuelle Wert sind 9,5. Er ist nicht auf der Abschlussliste. Deswegen das Doppelte. Wir nehmen einfach mal 19 Millionen. Zack. Ja, das ist mir egal. Bin noch nett und versuch's mal mit 17,3. Ja, dann tut's mir leid. Verpisst euch. Spieler ist nicht auf der Transferliste, also
Verpisst euch. Sommer. Linger between the words to say, eh? To say the words you remember. Now we're here to take control. Steig mal ein mit 13. Alter, Verkaufsbehügel können wir mal ein bisschen erhöhen. Wird ja wahrscheinlich eh unsere letzte Saison. Hätte gern Waldemar Anton für die Abwehr. So, und damit sind wir in den letzten 10 Stunden der Transferphase. Wir gucken mal, was bisher so passiert ist. Ja, die Bayern sind ja da letzte Saison nicht Meister geworden, sondern nur Platz 6, meine ich. Und da haben sie sich einfach mal gedacht, komm, wir geben mal ein bisschen Geld aus. Wir holen uns mal den Özil für 71 Millionen. Dann haben wir Pjanic von Juve zu Arsenal. Dann der Özil-Ersatz. Und Bailey geht von... Ja, ist dann halt der Pjanic-Ersatz. Geht für 73 Millionen Bailey nach... Juventus Turin. Die jüngsten Transfers sind Conti für 22 von Milan zu Stoke. Felipe von ja nach Russland für 480.000. Und Amavi geht als Laie von Olympique Marseille zu Hertha BSC. Wir gucken mal. Also, oh. Ja, wo sind wir denn? 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 Da sind wir. Wir haben 16 Millionen ausgegeben, haben 12,6 Millionen eingenommen. Kann ich schon mal sehen lassen. Haben wir noch? Was ist das? Wir starten noch in den letzten 10 Stunden. Alles interessiert. Aufweg, aufweg. Hier nichts passiert. Was passiert? Breaking News. Julian Green haben wir ausgeliehen. Muto geht für 22 Millionen von Mainz nach Gladbach. PSG gewinnt das Rennen um Paul Seguin. Es passiert hier nicht viel, muss ich sagen. Also, muss mindestens 64 kommen. Ja, dann tut's mir leid. Bleibt Florian Müller bei uns. Julian Brandt wechselt nach Mailand. Und damit sind wir in der neuen Saison. Erster Spieltag gegen Gladbach. Und wir sehen uns direkt im Spiel wieder. Bis gleich. So, jetzt aber Spieltag 1, Gladbach gegen St. Pauli. Im vernebelten Borussia-Park geht es wieder zur Sache in der neuen Saison. Diesmal muss alles besser werden, alles besser, schöner, neuer, besser, hatatatat werden. Unsere altbekannte Aufstellung ist fast geblieben, wie sie war. Wir haben keine relevanten Spieler abgegeben, aber doch den einen oder anderen neu geholt, der sich auch im Vorbereitungsteam schon ein bisschen zeigen konnte.
heute mit Waldemar Anton, den wir neu geholt haben, 23-Jährigen von Hannover 96. Schauen wir nochmal, was Waldemar Anton kann. Dafür ist Jesper Verlaat, hat uns verlassen. Und Akpoguma ist ja auch nur geliehen. Die Leihe ist auch bald vorbei. Hier sehen wir erstmal die Mannschaft von Gladbach mit Sommer im Tor. Schmelzer, Ginter, Westergaard und Diade. Dann Grifo, Kramer, Strobel, Medeiros. Und ganz vorne Stindl und Bobadilla. Auf der Bank sitzen haben sie Sippel, Guerrero, Zakaria, Drimic, Gradit, Kizervi und Muto. Kommen wir zu unserer Aufstellung. Die wie folgt heißt: natürlich Müller im Tor, Tavata, Anton, Lienhardt und Dalot, Löwen immer noch auf der 6, auf den 8er Sousa und Josviak, auf der 10 Stöger, ganz vorne drin Donis und Kone. Auf der Bank Cardona, Brereton, Ito, Eisfeld, Sully, Mwene und Akpoguma. Also geht's rein in die Partie, gucken, was wir gegen Gladbach holen können. Die ersten 3 Punkte werden so wichtig in dem Spiel. Und ja, wie gesagt, wir gucken, wie wir das jetzt am besten machen, ob wir einen ganzen Monat abhandeln. Das, denke ich mal, halte ich für die bessere Variante. Dann kriegen wir den FIFA 18 Karrieremonus gut durch. Können bei FIFA 19 komplett neu starten. Und ja, da schauen wir einfach mal. Jetzt rein in die Partie. Wer es nicht gelesen hat und gehört hat, Kevin Trapp ist zurück in Frankfurt. Die Nachricht kommt jetzt ein bisschen spät, denn diese Folge dürfte erst in der zweiten Woche im September laufen. Heute ist der 31.8., also Deadline Day, wo die Aufnahme hier stattfindet. Und Nuri Sahin ist in Bremen gelandet, bekommt einen 2-Jahres-Vertrag und kommt für angeblich unter 1 Million. Aber ich denke mal, Sahin wird in Bremen erstmal nur auf der Bank sitzen. Wenn sich Bargfrede nicht verletzt und eine gute verletzungsfreie Saison spielt, denke ich mal, wird er nur Reservist sein. War jetzt rein in die Partie hier mit Sousa auf Tavata, auf Drones. Also bleibt Dalot bei uns. Sousa hier mit der Flanke und Kone. Schlecht rot gesperrt ist. Den spielt Tavata erstmal. Bei Sousa sollte schneller sein. Und Anton bzw. Lienhardt. Schön. Ein abgebremst. Und Löwen mit hier. Wartet Stöger. Schön in den Lauf von Stöger. Komm, Josviak. Und jetzt. Lässt sich Tavata rausloggen. Aber Anton macht das mit seiner Gelassenheit und Ruhe. Schön hier auf Kone. Komm, Kone. Knüpf da an, wo du letzte Saison aufgehört hast. Jawoll! Schönes Tor von Kone. Direkt im ersten Spiel trifft er wieder. Und macht da weiter, wo er der letzte Saison gegen die Bayern aufgehört hat. Nämlich mit einem Tor. Schön macht er das hier. Sehr gut. So können wir doch in die neue Saison starten. Wir sind deutlich besser ins Spiel gekommen als die Gladbacher. Und Josviak. Der auf Kone. Aber da war einer zart. Ist ja etwas früher am Ball. Mit der Flanke. Und Kone mit dem 2:0 von Flanke oder von Vorlage von Lienhardt. In der 45. Minute. Macht Kone hier sein 2. Tor im ersten Spiel. Die Gladbacher pfeifen. Die Pauli-Fans jubeln. War schön gemacht, also. So schlecht. Kann man mal so machen. Weiter geht's hier. Damit gehen wir mit einem 2:0 in die Halbzeitpause. Und sehen uns direkt wieder am Anstoßpunkt. Bis gleich. Da sind wir zurück. Eine kleine Änderung. Josviak hat mir leider nicht so gut gefallen auf der rechten Seite. Für ihn ist jetzt Edgar Sully im Spiel. Hier, der Neuzugang aus Nürnberg. Ob er uns ein bisschen Schwung geben kann.
Donis hier erstmal mit der Flanke, mit dem Kopfball. Aber leider drüber. Obwohl er so schön frei war. Schön, und jetzt der nächste. Ja, Stöger. Spielt ihn auf Donis und Donis vergibt ihn kläglich. Ja, schön hier. Ah, fuck you. Bin hier von Sally. Aber für Oliver Sousa und in den Sturm gönnen wir Moussa Kone den Standing Ovation der St. Und da haben wir ihn auch schon am Ball. Marc Cardona. Kann er sich hier durchsetzen? Ja, kann er. Spielt den Ball hier auf Donis, aber zu weit vors Tor. Höger. Hat leider nicht die Schnelligkeit. Aber das Auge für Cardona. Und der setzt ihn über das Ziel. Oder war Jan. Ah, da war der Sommer sogar noch dran. Deswegen ging er. Lot. Und den hast du. Und schon den Hammer. Sehr schön, Tabata. Sehr schön. Oh, und da pfeift er einfach ab. Na gut, das Spiel gewinnen wir mit 2:0. Das nächste Spiel gegen Leipzig. Damit sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Zweiten Partie. St. Pauli gegen den Dosenclub. Kennen es noch aus der letzten Saison. Wir nennen sie nicht beim Namen. Wir nennen sie einfach Dosenclub. Hier sehen wir sie. Ja, das letzte Spiel der Folge gegen Gladbach haben wir 2:0 gewonnen. Das war sehr gut. Kone mit 2 Toren war auch richtig top. Und mal schauen, ob wir uns hier gegen Leipzig auch durchsetzen können. Oder ob es hier eine Niederlage hageln wird. Ich denke mal, wird gut gehen. Die letzten Partien gegen Leipzig waren ja auch nicht so schlecht. Ich glaube, die ist. Ja, jetzt sehen wir erstmal die Aufstellung. Müller, Tavata, Anton Lienhardt und Dalot. Dann haben wir Löwen. Und Sousa und Ito auf den 8er. Stöger auf der 10. Und vorne drin Donis und Kone. Auf der Bank Cardona, Osave, Lacazette, Eisfeld, Josviak, Müller und Mvene. Ja, Osave ist zurück. Aber hier haben wir erstmal die Aufstellung von Dosenclub. Duarte, Upamecano, Nukan und Aguilar. Demme, Stirlin, Bruma und Lamela. Und vorne Werner und Paulsen. Auf der Bank Ulacci, Virsaiko, Forsberg, Abubakar, Orban, Kampel und Diawuzi. Und damit rein in die Partie. Anstoß vom Dosenclub. Rein geht's. Hinten. Oh. Schön hier von Müller. Aber abseits. Josiak hat zwar eine gute Schnelligkeit, hat aber immer noch ein paar Schwächen. Tavata konnte sich behaupten gegen Beste. Der hier. Schön gegen zwei. Donis wird geschickt. Dann Donis muss seine Schnelligkeit ausspielen. Macht er hier auch das Tor? Er macht das Tor. Sehr schön, Donis. Damit auch er wieder in der Partie. In der Saison mit dem Tor. Und der Torwart guckt dumm aus der Wäsche. Schön gemacht, wie er hier geschickt worden ist. Und einfach gegen die beiden Innenverteidiger von Leipzig seine Schnelligkeit ausspielen kann. Und ihn unhaltbar für im Wogen. Aber Werner gleicht schon direkt aus. Aber es war abseits. Zum Glück. Kone, Kone. Ist leider ein Dosen hinter dem Weg. Schade hier.
kann denn der den Ball kommen? Müssen wir uns mal angucken. Ja, da ist einfach der Gegenspieler Tabata. Bin hier auf Sousa. Sousa hat einen schönen Schuss. Kann ihn hier aber nicht ganz einsetzen. Bonus. Nicht im Abseits. Doch im Abseits. Schön hier vom Dosenclub durchgespielt. Und das 2:1. Für den Dosenclub. Vom verletzten Lamela. Hallo, was ist denn jetzt los hier? Freunde, hallo. Sehr gut. Er spielt am Stöger. Oh, Stöger. Warum habe ich den Scheißspieler denn jetzt nicht? Damit gehen wir mit einer 2:1. Ja, mit einem 2:1 Rückstand in die Halbzeitpause und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir zurück mit 2 Wechseln. Wir bringen Osave in die Partie für Kone, der doch sehr glücklos wirkte. Und Böger haben wir rausgenommen, dafür kommt Esfeld in die Partie. Wobei, schade. Aber den holt er sich im dritten Anlauf. Und Osave, Jawotzki! Nach seiner schweren Verletzung, die sich in der letzten Partie. Ja, nee, warte mal, war es die letzte Partie oder die vorletzte Partie? Er hat sich auf jeden Fall eine schwere Verletzung zugezogen. Jetzt mit seinem Comeback und direkt mit dem Tor. So wünscht man sich ein Comeback. Hat er gut gemacht. Abseits. Wieder mal abseits von Werner. Hallochen. Sehr schön hier von Donis. Donis. Eisfeld. Eckball. Immer in der Ecke. Hol dir den Ball. Können vielleicht nochmal einen Konter starten. No. Aber wieder abseits. Jetzt pfeift er ab. Ja, das war's. 2:2 im zweiten Spiel. 4 Punkte aus 2 Spielen. Gar nicht so schlecht. Wir gucken mal, was jetzt noch für Spiele warten. Und dann...